come. Now's the time to worship. Come. Now's the time to give your heart for your God. Ich möchte heute Abend 4, 5 Bibelstellen anspreche. Und die haben immer etwas zu tun mit Jesus und dem Tempel. Die erste kennt ihr wahrscheinlich alle. Was war die erste Bibelstelle mit Jesus und dem Tempel? Oder wie alt war er? 12. Ich lese euch mal vor. Die Eltern von Jesus, eine ganze Familie, die wahrscheinlich das halbe vom Dorf getoren nach Jerusalem für ein ganz großes Fest. Und weißt du, das war ein Fest in der ganzen Stadt. So, wenn ich mir vorstelle, wie irgendwo ein riesen Rummelplatz und ein bisschen religiös, ein bisschen Verkauf, ein bisschen alles Mögliche. Und es war ein totales Fest. Und dann gehen die nach Hause und dann merken die unterwegs, nach einem Tag, die haben den Sohn verloren. Sie haben gedacht, in der Bibel drin, dass man mit Familie schon heimgegangen ist. 3 Tage haben sie ihn gesucht, kann ich das vorstellen? Mama und Papa suchen ein kleiner Junge von 12 Jahren in einer Riesenstadt ganz allein. Und dann finden sie ihn im Tempel. Und er ist dort und er diskutiert und stellt Fragen mit den Pharisäern. Und dann sagt er, kommt die Mama und sagt, wir haben, könnt ihr gerade nachvollziehen, schreckliche Angst und Schmerz gab 3 Tage. Was ist mit dir passiert? Und es ist die Antwort von Jesus total interessant. Und er sagt, und er sprach zu ihnen, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Ich habe 3 Tage verloren. Verstehst du, warum sucht ihr mich? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was mein Vater ist? Und sie verstanden sein Wort nicht, was er zu ihnen geredet hat. Und sie nehmen diese Kleine mit. Kannst du das vorstellen? Du bist in Heidelberg, in der Universität, und da ist der Professor mit seinen Studenten, der kleine Junge von 12 Jahren steht da und stellt Fragen und diskutiert damit. Und dieser Jesus mit 12 Jahren wusste etwas vom Tempel. Das hat etwas mit Gott zu tun, mit seinem Vater. Das ist das Haus von seinem Vater. Das wusste er total. Und da gibt es noch andere Stellen. Einmal ist Jesus, geht in den Tempel rein und er ist ein bisschen anders wie sonst. Er ist nicht ganz lieb und ganz sanft, sondern er ist zornig. Er schmeißt sogar als brutal die Tische um und hat einen Zorn und schmeißt diese Händler raus und sagt, das Haus von meinem Vater, wieder dasselbe Wort, das Haus von meinem Vater ist keine Räuberhöhle. Und so irgendwo dieser eifersüchtige Gott in ihm kommt hoch. Und da sieht man nochmal im Tempel drin, wo das am Volk dient, wo der lehrt. Und da sieht man nochmal drin im Tempel drin, mit den Pharisäern wieder diskutiert gegen diesen religiösen Geist. Und der ist immer im Tempel drin. Und dann kommt diese Geschichte, wie mir gut gefällt. Petrus ist mit ihm und sagt, Herr, guck mal dieses Gebäude an. Guck mal, bewunderst du nicht, wie groß, wie enorm das ist. Und Jesus gibt die Antwort, es wird total zerstört werden innerhalb 3 Tage. Verstehst du? Aber es ist trotzdem komisch. Petrus ist da und er steht neben dem Sohn Gottes, neben Messias. Der hat gesagt, es ist der Weg und die Wahrheit zu Gott. Und Petrus sagt, Jesus bewundert den Tempel. Was ist denn größer? Jesus oder der Tempel? Jesus ist doch viel größer. Er ist Gott. Aber Petrus hat es noch nicht ganz verstanden. Und dann sagt Jesus sogar, wenn er dieser Tempel abreißt, innerhalb 3 Tage wird er wieder aufgebaut werden. Und plötzlich geht Jesus in das Prophetische hinein. Und plötzlich erklärt er im Grunde genommen, dass der Tempel nicht dieses, da wo Gott wohnt, das ist nicht dieses Gebäude, sondern er selbst ist der Tempel. Kennt ihr diese Geschichte mit der Frau von Samariter, wo die Frau ihn fragte, wo sollen wir Gott anbeten? Und er sagt plötzlich nicht, geht nach Jerusalem, der Tempel hinein, sagt er, es wird die Zeit kommen, wo Leute im Geist und in der Anbetung ihn anbeten werden und der Ort wird gar nicht mehr wichtig sein. Es gibt den Moment, wo Jesus diese Beziehung im Tempel hat
Bruder weiß, es ist Gott, er hat einen Dienst drin, er geht religiöser Geist, er weiß, dass es ein heiliger Ort ist, aber plötzlich geht er ins Prophetische hinein. Und der Schwerpunkt ist, er ist der Tempel Gottes. Und wir sind seine Nachfolger. Und wir sind Tempel Gottes. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. In dem Maß, dass Jesus in uns wohnt. Wenn Jesus noch der ist, wie ab und zu, wenn es dir schlecht geht, wo du anrufen kannst, dann ist nicht so viel von diesem Tempel in deinem Tempel drin. Aber wie mehr Jesus in dir ist, wie mehr bist du selbst ein Tempel Gottes. Wie mehr das Licht in dir ist, wie mehr bist du Licht. Und ich glaube, das ist so, was Jesus gemeint hat, was sein Wunsch war, dass wir Tempel Gottes sind, dass wir erfüllt sind mit Jesus und in der unsichtbaren Welt und in der sichtbaren Welt, dass wir Licht, dass wir Tempel, dass wir Kraft, dass wir prophetisch, dass wir alles haben, das sind die Vertreter Jesus Christus auf dieser Erde, wenn es in uns drin ist. Die Gefahr ist immer wieder, dass wir zurückgehen und den Tempel suchen. Den Tempel können wir suchen in einer Religion, in einer Kirche, in einer Denomination, in geistlicher Leiter. Und was? Wir dürfen nicht Tempel werden. Die Taube ist kein Tempel. Weil wenn wir glauben, wir sind ein Tempel, dann wird sofort der religiöse Geist kommen, dann werden sofort wieder die Händler kommen, dann wird alles wieder zurückkommen. Sondern Jesus Christus ist der Tempel im Neuen Testament und er, ein Stück von diesem Tempel Gottes, ist in uns drin. Und ich glaube, wir müssen das wieder total finden. Heute Morgen bekam ich diese Bibelstelle und ich habe es nicht so eine Weile nicht verstanden. Und ich spürte, wie der Heilige Geist mir gesagt hat, Piero, ist es wichtig, dass dein Tempel gefüllt ist, jede Ecke von Jesus. Und ich spürte so wie so bewusst, so wie ich Jesus angezogen hätte oder probiert habe im Geist, Jesus, ich möchte, dass du alles in mir füllst, von der Fußspitze bis zum Kopf, bis in die Hände hinein. Ich möchte, dass der Tempel ganz gefüllt ist, dass alles nur Jesus ist und dass alles andere weggeht. Und dann, als er mich so eine Weile gespürt habe, hey, der Tempel ist ganz voll und ich bin überzeugt gewesen im Geist, ist alles voll von Jesus, dann sagte er mir, geh in die Stadt. Und ich war in dieser Stadt Bethel und da hat er mich an einen ganz besonderen Ort gebracht und dann spürte ich, wie dieser Ort ziemlich stark dämonisch belastet war. Und ich ging so ein bisschen weiter und sagte, stopp, und was habe ich dort morgen gelernt? Und so, du bist der Tempel Gottes. Und dann sah ich plötzlich einen Turm, diese Stadt, und um diese dämonische, spürte ich diese Gegenwart Gottes, wo ich Gegenwart dämonisch, wo ich gar keine Lust habe reinzugehen, und bis ich wieder nach Hause gehen. Und er sagte, du wirst nicht mehr hingehen, wo du willst, wo du dich wohlfühlst, sondern du wirst auch lernen, dahin zu gehen, wo deine Gefühle oder deine alles wird sagen, nein, geh nicht hin. Aber es ist so wichtig, dass du schaust. Und nach einer Weile sah ich diese Turm und plötzlich sah ich in diesem Turm oben vier Hexer, wie drum oben geflogen sind. Und es waren relativ starke, mächtige Hexer wieder. Und dieser Turm, und ich spürte jetzt, warum dort ist so diese dämonische Macht so stark war. Und ich sagte, Herr, warum sind die da oben da? Und sagt, ja, die haben einen Auftrag bekommen, packt sie, soll dieser Turm schützen, dass niemand kommt, dagegen etwas sagen, sind so Hauptschützerin von diesem Turm. Und ich saß hier eine ganze Weile so fliegen und plötzlich merkte ich, dass sie mich sehen. Ich dachte, okay, ist gut, und sie sehen mich. Ich sagte, Herr, ist es gefährlich? Und er sagte, ja, wenn du nicht total voll Tempel bist. Und dann hat er gesagt, bleib doch eine ganze Weile stehen. Ich bleibe eine ganze Weile stehen. Und dann sah ich einfach, dass sie mich sehen. Und sie haben so einen Auftrag, diesen Turm zu schützen und alles anzugreifen, wie das in Gefahr bringt. Und ich sah, dass sie mich anschaute. Und der Herr sagt mir, schau mal, sie schauen dich an und sie wissen ganz genau, sie können keinen Fluch, sie können dich nicht töten, sie können nichts machen, weil sie sehen, dass in dieser Person du, dass Jesus alles gefüllt hat, dass er der Tempel Gottes ist auf Erde. Und ich habe so den Eindruck, dass die ganz große Gefahr ist, dass viele Christen diese Form Gemeinde, Gemeinschaft, Kirche, Religion, Schutz, Hauskreis, was es alles gibt, dass es wieder Tempel wird für viele Leute.
Und dass wir wieder dieses Tempeldenken haben. Wir sind Christen, wir gehören zur Denomination, wir haben einen Pastor, wir haben geistliche Leiter, wir sind getauft worden, wir haben diese Kurs mitgemacht, wir haben unseren Schutz, wir haben unsere Ordnung, wir haben unsere Tradition, wir haben unsere Sicherheit, wir haben alles. Und was? Dieses Tempeldenken verhindert, dass der Heilige Geist, dass die Kraft Gottes vollkommen in uns drin ist. Ist es schlecht, eine Gemeinde zu haben? Nein. Ist es schlecht, treu zu seinem Dienst zu machen? Nein. Aber das Wichtigste zu wissen ist nicht die Gemeinde oder eine Kirche oder die Denomination ist der Tempel, sondern Jesus Christus ist dieser Tempel und er steckt in uns drin. Und dieses Bewusstsein müssen wir wieder ganz neu bekommen. Und ich habe so den Eindruck, dass dieses Tempeldenken, wo eine Mischung da ist von Religiosität, von Pharisäertum vielleicht, von Zuhörer, von Entspanntsein, von Saugen, von allem Möglichen, dass es wieder ganz stark immer bei Christen wieder reinkommt, weil es gibt so wie Petrus, er bewundert diese Tempel. Und wenn wir diese Tempel zu viel bewundern, dann kann vielleicht unser Blick von Jesus weggehen. Ich glaube, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, er ist Gott. Und Jesus hat selbst, warst du wieder angefangen, als Zwölfjähriger, in dieser Tempel Gott gesucht. Aber dann hat er kapiert, dass plötzlich, wie mehr sie ans Kreuz gegangen ist, dass dieser Tempel, er wird zerstört werden. Und ein neuer Tempel wird aufstehen. Und er ist der Tempel. Und ich glaube, dieser Tempel muss in unserem Tempel drin sein. Wir sind programmiert von Gott, wir sind Kinder Gottes, die Bibel sagt sogar, wir sind Götter, das hast du schon mal gelesen, dreimal steht es in der Bibel drin, wir sind Götter, aber wenn diese Götter, diese göttliches Wesen, die wir sind, nicht gefüllt sind von Jesus, dann ist es wenig göttlich. Und es kann sogar sein, dass es religiöse und religiöse Geister und andere Geister in uns reingehen. Und ich glaube, es ist so wichtig wieder, dass ganz besonders die wie dieses Prophetische, die wir in diesen geistlichen Kampf gehen, die wir in die unsichtbare Welt gehen, dieses Bewusstsein, diesen Glauben zu haben, dass Jesus alles füllen kann in uns. Und dass wir im Geist so lebendige Tempel Gottes sind auf dieser Erde. Wenn du in eine Stadt spazieren gehst, wenn Gott dich irgendwo hinschickt, wenn irgendwo der Heilige Geist vielleicht in die dunkelste Ecke hinschickt, verstehst du? Ich kann dir etwas sagen, wenn Jesus den Tempel hundertprozentig gefüllt hat, dann ist null Gefahr da. Wenn du es machst mit dem Tempeldenken, dann bist du eine Gefahr. Ich glaube, dass geistliche Kriegsführung etwas ist, was ganz stark auf der Agenda Gottes oben da ist. Steht so in der Priorität drin. Aber ich glaube, es ist eine der wichtigsten Sachen, ist gehorsam dem Heiligen Geist. Nicht aus eigener Kraft, total gehorsam dem Heiligen Geist. Und dass unsere Tempel gefüllt ist mit Jesus von Kopf bis Fuß, dass er alles ist, verstehst du? Dass wir in dem Moment, wo wir in dieser Kampf reingehen, darf nicht das alte Tempeldenken in uns drin sein. Und ich habe den Eindruck, wie mehr wir ins Prophetische gehen, wie mehr denken wir uns trennen von diesem alten Tempeldenken. Weil dieses Tempeldenken, Menschen haben früher immer etwas Materielles gebraucht. Sieht ja von der Bundeslade, vom Tempel, von dieser Altäre, wie man geopfert hat und die ganze Ritual. Menschen haben das gebraucht. Ihre Seele hat das gebraucht. Aber in der Zeit des Geistes brauchen wir nicht die materielle Sachen. Wie brauchen kein Zuhause ein großer Kruzifix von 2 Meter? Es gibt Leute, die sagen, die brauchen das, die brauchen Kerzen. Wenn sie Jesus lieb haben, ist es total okay. Aber ich möchte sagen, es ist so ganz wichtig, dass wenn du ins Prophetische gehst, dass dieses alte Tempeldenken weg ist und dass der neue Tempel in deinem Tempel voll drin ist. Ich glaube, dass diese unsichtbare Welt ist so, wie wir etwas das Natürliche, das Menschliche ein Stück verlassen und wir gehen in den Geist. Und wie wir in den Geist gehen, wie mehr müssen dieses geistliche Bewusstsein in uns drin sein. Nicht aus eigener Kraft, sondern in diesem Geist drin. Und ich kann das sagen, es ist gar nicht wichtig, wie viele Leute. Es muss nicht eine Konferenz sein von 5000. Es ist schön, wenn 5000 Leute zusammenkommen und Gott anbeten, versteht mich nicht falsch. Aber wenn Gott 3 Leute hinschickt in eine Straße und sie haben diese Beziehung und sie sind selbst ein Tempel Gottes, ich kann das sagen, es ist stark. Und ich glaube, wir kommen in diese Zeit hinein,
wo viel mehr Christen diese Beziehung zu diesem menschlichen religiösen Tempel ein Stück weg wird gehen. Und sie werden dieses Bewusstsein, dass sie ein Tempel Gottes gefüllt sind, voll mit Gott, voll mit Licht, voll mit Kraft, voller Geist, an Orte werden gehen und sie werden die fantastische Begegnung mit Gott haben. Es war eine Zeit, wo viele Christen Gott kennengelernt haben, in Evangelisation, in Gemeinde, in Konferenzen, in große Versammlungen, wo Salbung da war. Und ich finde das total gut, es soll einfach weitergehen. Aber ich glaube, es gibt Leute, die werden Gott begegnen auf einer Ebene, die höher ist als in dieser Salbung drin. Sie werden Gott begegnen in einer Dimension des Geistes, wo sie sich vielleicht gar nicht vorstellen können. Das, was ich euch vielleicht erzähle, kann man vielleicht mit theologischem Verstand gar nicht verstehen. Wenn du einen Bergsteiger fragst, wie die 8000er schon mal erklimmt hat, wie der oben war, der wird dir sagen, wie dein höchster Berg der Königstuhl war, du wirst nie keine Ahnung haben von dem, was ich erlebt habe. Glaubt ihr das? Ich weiß nicht, wie hoch der von euch der höchste Berg schon erklimmt hat. Bei mir ist das, glaube ich, 3400 Meter. Aber wenn du da oben stehst, dann hast du ein Gefühl, wie man sich unter auf Erde niemand dir erklären kann. Das kann dir jemand auf der Erde erklären. Wahrscheinlich ist oben ganz toll. Aber wenn du mal da oben stehst, und das war noch 3500 Meter, verstehst du, aber du hast etwas, wie du erfährst, du denkst, boah, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn jemand auf diesem 8000er war, auf diese 8000er, wie es gibt, und da oben mal war auf dem Gipfel, sagt man, das sind Erfahrungen, wie man sich nicht vorstellen kann. Auch weil öfters auf diese 8000 eine geistliche Atmosphäre herrscht, wie man es nicht vorstellen kann. Ich habe es gerade letzte Mal gelesen, ich habe ein Interview gesehen am Fernsehen von diesem Österreicher, dieser Meister, wie heißt der Meister? Messmer. Das ist einer vielleicht der berühmteste der Welt. Und der Mann, der hat sich bekehrt zum Buddhismus, ein Österreicher, kann ich das vorstellen. Und der erzählte, wenn er in ein 8000er erklimmt, hochgeht, macht er es nie vor, dass er ein Opfer gebracht hat im Geist, wie auf diesem Berg wohnt. Er hat gesagt, Blume oder ein Strauß oder anderes er bringt ein Geschenk und er geht hin und er beugt sich vor diesem Geist, glaube ich, weil er weiß, wenn er es nicht macht, ist er in Lebensgefahr. Ist doch schön, dass Leute gläubig sind. Verstehst du? Und die wissen, was auf dieser Ebene da sind. Aber ich glaube, dass das, was es da gibt, gibt es auch im Geist zu uns. Und ich wünsche mir vielleicht ganz besonders, dass wir nach Paris gehen. Ich frage öfters manchmal geistliche Leiter, geistliche Kriegsform, ist das etwas, was gefährlich ist? Und ich sage, ja, wenn du nicht mit dem Heiligen Geist arbeitest und wenn du so wenig Glauben hast. Aber wenn du dem Heiligen Geist gehorsam bist und sensibel wirst auf diese Sachen und reingehst und dein Tempel ist gefüllt mit dieser Jesus und dieses alte Tempeldenken ist von dir weg. Ich kann das sagen, es ist etwas Fantastisches. Das alte Tempeldenken erkennt man öfters durch dieses Gruppendenken. Ich habe es, glaube ich, in Mallorca gerade erzählt. Stell dir mal vor, du predigst irgendwo und du machst einen ganz klaren Aufruf. Und im Raum sind 50 Leute, das bin ich, ich muss nach vorne gehen. Und die meisten Leute warten, bis die zwei Ersten nach vorne gehen. Und dann gehen die anderen auch mit. Aber nie als Erstes. Die wenigsten gehen als Erste nach vorne. Es ist einfach nicht die Frage, warum hast du denn gewartet, bis die auch ein paar vorgegangen sind? Ja, ich wollte nicht auffallen. Ich wollte nicht vielleicht mich irren. Das ist für mich das alte Tempeldenken. Wir gehen alle miteinander. Das neue Tempeldenken. Du gehst, wo Gott dich hinschickt, ist egal wann, wie und wo und was und jenes. Es ist egal, wie deine Gefühle sind, was du vielleicht als Superheilige gemacht hast oder als Superrebell gemacht hast. Es ist unwichtig. Wenn Gott dich ruft und du hast diese Glaube in dir drin, dann gehst du. Und ich möchte sagen, das neue Tempeldenken, das Prophetische, es kommt. Und wie mehr es kommt, wie mehr habe ich eine Sehnsucht, Menschen zu ermutigen
und zu sagen, hör zu, du bist ein eigenständiger Tempel, gefüllt mit Jesus Christus von Kopf bis Fuß, und du bist ein Licht in dieser Welt, und es ist egal, wo du hingehst, unter die Führung vom Heiligen Geist, du wirst ein Licht sein, wo du hingehst. Und das ist so mir wichtig, dass wir nicht dieses alte Tempeldenken haben, dieses so Kreisdrehen und Sicherheit haben um dich rum, die ganze Struktur wird geschützt, weil es kann möglich sein, dass diese Tempel, wie wir jetzt als Tempel nennen, vielleicht zerstört werden. Alles, was den Platz von Gott wegnimmt, wie Gott vielleicht zerstören. Wenn ein geistlicher Leiter den Platz von einem Tempel nimmt, kann Gott ihn wegmachen, nicht weil er Fehler macht, aber weil die Leute ihn als Tempel genommen haben. Und ich sage dir etwas, wenn der Heilige Geist in dir drin ist und du bist selbst ein Tempel Gottes, da werden immer Leute kommen und werden Schutz suchen in diesem Tempel drin. Und dann ist es wichtig, dass du ihn lernst, dass sie selbst Tempel sind. Dass sie nicht im Schutz deines Tempels wohnen, sondern dass sie rausgehen. Dass ihnen sagst, hör zu, du bist ein eigenständiger Tempel. Du gehörst nicht mehr. Du gehörst nicht in eine Denomination, sondern du bist ein Mensch, gefüllt mit der Kraft Gottes. Du bist ein Licht in dieser Welt. Und du musst lernen, gehorsam zu sein zum Heiligen Geist. Und nicht gehorsam zu einer Theologie, nicht gehorsam zu einer Religion, nicht gehorsam zu einem Dogma, sondern du wirst selbstständig da drin sein. Und ich glaube, dieses neue Denken wird kommen. Unser Führer ist der Heilige Geist. Und das ist etwas, was mir wichtiger ist. Mehr als alles andere. Heute Abend möchte ich gerne einen Moment, dass du in deinen Tempel reinschaust. Wie viel Prozent in deinem Denken, in deinem Tempel drin, ist ein Bezug zum alten System-Tempel. Meine Religion, mein Pastor, meine Gemeinde, meine Denomination, meine Bewegung, mein Land, meine Stadt, das ist mein. Alles dieses Denken nimmt immer ein Stück Platz weg von Jesus in dir drin. Immer. Stell dir mal vor, wenn du heute Abend deinen Tempel anschauen würdest und würdest sagen, nur Jesus, nur du, nur dich ganz allein. Ich möchte, dass du alles füllst in mir. Mein Denken, meine Gefühle, mein Geist, meine Seele, alles, dass du mich füllst von Kopf bis Fuß. Jesus, du bist Sohn Gottes, du bist der Weg, du bist mein Herr, du bist mein Heiland, du bist alles. Und dieser Tempel, dieses Göttliche soll mich füllen von Kopf bis Fuß. Komm, wir stehen mal auf und stelle uns vor Gott. Möchte ich fragen, wie soll diese Mischung sein in dir drin? Wie viel altes Tempeldenken und wie viel neues Tempeldenken soll in dir da sein? Möchtest du heute Abend sagen, Jesus, ich möchte 100%, 100% gefüllt sein von dir? Ich in dir und du in mir. Dass du alles füllst in mir drin, alles. Meine Gedanken. Dass kein Platz mehr ist vor Zweifel, vor Ängste, was anders. Sondern dass mein Tempel gefüllt ist bis oben. Und wenn mein Tempel gefüllt ist bis oben, mit Gnade, mit Glauben, mit Licht, mit Kraft, dann ist kein Platz mehr für
für Religiosität, für Ängste, für Sorge, für andere Sachen. Und da bist du gefüllt. Kannst du heute Abend das sagen, so ganz bewusst, Jesus, ich möchte, dass du alles füllst. Alles. Dass alles weggeht in mir drin. Vielleicht gerade sogar der Grund, warum ich heute Abend gekommen bin. Die Nöte, alles muss weggehen, ganz weggehen. Ich möchte gefühlt sein von Kopf bis Fuß. Wenn du heute Abend so gefühlt bist, du kannst es so sehen, wie du ganz gefüllt bist. Von diesem Licht Gottes, von dieser Kraft Gottes. Ich möchte mal, dass dein Geist und deine Gedanken vergisst, dass du hier im Raum bist. Und stell mal vor, Gott würde dich auch jetzt irgendwo hinstellen. In eine Stadt. In ein Land. Eine Straße, vielleicht ein ganz okkulter Platz, auf einem ganz okkulten Berg, wo es vielleicht ganz dunkel ist, wo es vielleicht ganz dämonisch ist, wo die stärkste dämonische Mächte wohnen würde. Stell dir mal vor, heute Abend Gott würde dich irgendwo so hinstellen und du stehst jetzt dort. Kann etwas, kann jemand dich bedrohen, dich angreifen? Jede dämonische Macht, sie prallt ab von dir. Jede Pfeil von Hexerei, von Flüchen, sie prallt ab, sie trifft dich nicht. Weil dein Tempel strahlt so etwas aus, dass Engel stehen um dich rum und sie berühren dich. Sie schützen dich. Die Heiligkeit Gottes, dieses Göttliche, das liegt auf dir drauf. Du kannst an die Orte gehen, wo Gott dich hinschickt. Wenn du gefühlt bist von 100% von Jesus, von seinem Geist. Und du bist ein Tempel Gottes. Ich habe es mehrmals erlebt in meinem Leben. Und beim Verstand sagen wollte, das, was du jetzt machst, ist gefährlich. Aber ich wusste, das ist es nicht. Heute Abend empfang diese Vision, dass Gott dich führen möchte an Orte, wo dieser Tempel Gottes im stärksten Smog, im stärksten dämonischen Smog, wo vielleicht schon Orte sind, wo geistlicher Krieg stattfindet, du stehst dort als Vertreter vom Friedefürst. Ich war in Südamerika mit einem Mann Gottes dort unterwegs. Und plötzlich war da in dieser Stadt, wie sagt man das, so ein Demos, wie umgewandelt ist in Gewalt. Und plötzlich war ein Gewaltpotenzial da, die Polizei und die Demos auf der anderen Seite. Und sie gingen so voneinander zu. Und er blieb stehen im Auto und ich war neben dran. Und er sagt in Jesu Namen, dieser Geist, wie hier da ist, der wird weggehen. Und der Friede Gottes kommt. Und der Friede fürs wird da sein. Innerhalb 10 Minuten, viel Stunden hat sich die Demos, und es waren hunderte aggressive Leute, hat sich aufgelöst und die Polizei ist weggegangen. Diese geistliche Macht, wie diese Konfrontation gesucht hat, musste gehen, weil der Friedenfürst, weil der Vertreter vom Friedenfürst da war.
Möchtest du einen Tag an so Orte stehen und du Friede führst in dir? Mach, dass diese dämonische Mächte ihre Kraft verlieren und weggehen, weil du da bist. Spür, wie Gott sagt heute Abend, ich werde dich auf diese 8000er führen im Geist. Du wirst die höchsten Berge erklimmen. Und wir sagen können wie die Bergsteiger, wenn du noch nie oben warst, kannst du nicht mitreden. Weil du noch nie oben im Übernatürlichen warst. Und du bist immer noch in diesem religiösen Tal rumgelaufen, hast überlebt, kannst du nicht mitreden. Aber Gott möchte, dass du mitreden kannst. Gott möchte, einen Tag, wenn du zu ihm kommst, dass die Engel zu dir kommen und sagen, hey, kannst du dich erinnern? Wir waren neben dir gestanden. Wir waren mit dir an diesen Orten. Spüre heute Abend den Ruf Gottes, geistliche Berge zu erklimmen. Manchmal diese religiösen Tale zu verlassen. Das, was unsere Gedanken manchmal so in das Tal bringt, sondern auf die Berge zu gehen. Auf die Berge zu gehen. Ich spüre gerade an, wie Gott sagt, ich möchte ein prophetisches Zeichen geben. Und einige werden wie ganz schwere Füße bekommen, so wie so Bergstiefel anbekommst. So Schuhe, wie man nicht hat in der Stadt, so Schuhe, wie man nur hat, vielleicht gar nicht so angenehm sind, aber sie geben Sicherheit. Einige von euch spüren gerade, wie im Geist sie diese Schuhe bekommen, auf Berge zu gehen. Im Geist da oben zu sein. Und du da bist und du spürst gerade, dass Gott etwas an dir diese Schuhe anzieht und du spürst im Geist. Dann komm nach vorne. Es ist so, wie Gott etwas machen möchte heute Abend. Gott sagt, es ist Zeit, Berge zu erklimmen, geistliche Berge hochzugehen. Ich rufe geistliche Bergsteiger wieder hochgehen und sehen manchmal, warum Kriege geschehen, warum so viel Prostitution da ist in Städten, wo Mammon kontrolliert. Die Politik und wo Hexerei wohnt. Und es werden Berge sein, wie kein Urlaubsberge sind. Sie werden vielleicht heißen Berg der Hexerei, Berg der Flüche, Berg des Krebses, Berg der Krankheit, Berg des Hasses, Berg des Kontrollgeistes. Und er wird auf diese Berge diese Mächte spüren. Aber der wieder Gipfel erklimmt und die Fahne Gottes draufsetzt, wird das Land in den Sieg bringen. Und ich rufe einige von euch, da hochzugehen. Du bist nicht berufen, im Tal zu überleben, sondern bist berufen, die Kraft Gottes zu sehen. Der Herr möchte sagen, so wie in Israel Berge erklimmt hast und hast Begegnung gehabt, so werde ich dir neue Berge geben, im Geist. Auch in deinem Land sind es hohe Berge, die man nur im Geist sehen kann.
Und du wirst Berge in diesem Land erklimmen. Und du wirst diese Fahne Gottes, diese Fahne, wie heißt Erweckung, draufstecken. Weißt du, wenn du für Berg gehst, wie der Berg der Religiosität ist, und gehst da hoch und machst diese Banner, Jesus und Erweckung hoch, wie der Berg seine Kraft verlieren. Du wirst von Gott ein Banner bekommen, der heißt Friede und Versöhnung. Und du wirst manchmal auf diese Berge hochgehen im Gebet und du wirst Versöhnung und Friede, diese Banner, ihn stärken. Und wir sehen, wie die ganze Umgebung Friede wird bekommen. Das, was du gesehen hast, sagt Gott, ist nichts vergleichbar, was in die Jahre wie kommen sehen wirst. Ich habe dir Einblick gegeben, auch über Wessach. Und ich dachte, dass ich ganz viel, ein ganzes Buch drüber schreiben. Aber Gott sagt, es wird vergleichbar zu dem, was ich dir zeige, werden nicht mal ein paar Zeile sein. Denn ich werde deinen Geist erheben. Und er wird sogar diese Atmosphäre verlassen. Und ihn so wie in die Sternewelt und in andere Gegenden wieder reingehen, wo ich nicht erzählen möchte. Aber Gott sagt, ich habe mich berufen. Und weißt du was? Die Engel sind nicht begrenzt. Die werden mit dir gehen. Und Vater, ich möchte, dass du seine Hände berührst. Dass du sie berührst. Das war, wo der Feind probiert hat, etwas zu benutzen, dass du etwas drauflegst auf die Hände, was prophetisch ist, Herr. Ich sehe, so wie der Drache probiert hat, sein Feuer gegen dich, furchtbare Sachen gegen dich zu spucken. Und Gott sagt, die Zeit wird kommen, wo du Feuer spucken wirst. Aber es ist Gottes Feuer. Und die Drachen werden zurückgehen. Ich sehe so ein Drache, wie ich so jahrelang schon probiert hat, mit Anklage über dich zu spucken, so über dich. Und ich sehe, wie Gott sagt, du hast deine Kraft, deine Persönlichkeit, dein Kreuz nicht zerbrochen. Aber du wirst Feuer spucken, sagt der Herr. Und der Drache wird zurückgehen. Feuer. Feuer, 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 Feuer. Feuer Gottes. Herr, lass das Feuer sie berühren. Das ist Feuer. Vater, lass das Feuer so stark sein, dass jede Schlange, wie mitgehen wollte auf den Berg, dass sie weggehen. Weggehen von ihr. Ganz weggehen. Ganz weggehen. Und Vater, wenn sie betet, nicht mehr im Tal. Kein Talgebet mehr mit Sorgen. Sondern Gebet oben auf den Bergen. Jetzt. Jetzt. Wow. Komm, atme. Gott sagt, wenn du nicht die Bergluft atmest, dann wird dein Geist so irgendwo sterben. Atme das Prophetische, was Gott für dich vorgesehen hat. Auch wenn es dich manchmal einsam macht und du wirst in deinem Leben öfters Zeiten der Einsamkeit haben. Und Gott sagt, du sollst in der Zeit nicht leiden, sondern es ist die Ausrüstung für Bergsteiger. Vater, ich bete, dass dieser Schmerz, wie manchmal so stark in ihr ist, heute Abend weggeht von ihr. Vater, ich bete, dass sie heute Nacht eine schmerzlose Nacht hat, wo du zu ihr reden kannst. Vater, du bist nicht ein Gott, wie spricht in ihrem Schmerz drin, sondern ich möchte, dass du sie berührst mit deinem Geist, dass du diese Träne wegmachst, dass sie heute Nacht schmerzlos schlafen kann und wieder in die Zukunft die Berge schauen kann, wo du sie rufen wirst, im Geist hochzugehen.
Und Vater, ich möchte sie berühren, dass sie in Paris so wie etwas ganz Neues erleben wird. Dass sie auf eine ganz neue Ebene von Berge kommen wird. Vater, dass sie die Engel spüren wird, wie mit ihr werden gehen. Wow. Komm, halt uns auf eins. Der Tempel soll gefüllt werden, gefüllt werden, gefüllt werden, gefüllt werden, gefüllt. Der Tempel soll voll sein, dass er überläuft, Herr. Es soll kein Milliliter Platz sein für etwas anderes. Nichts. Gar nichts. Gar nichts. Danke, Herr, dass du etwas Starkes geben wirst. Komm, atmet mal da vorne einen Moment gerade auf. Atme es auf. Atme es auf. Vater, gib mir neue Visionen. Vater, neue Träume. Vater, lass hier ein Schmetterling sein, wo von einer schönen Blume zu der anderen geht, ohne Sorge. Lass sie wie ein Schmetterling einen Tag nach oben fliegen zum Herrn. Danke, Herr, dass du sie berührst. Dass sie weiß, ihre Zeit, sie wird kommen. Sie wird kommen. Und du wirst Gebetseinsätze in Italien machen. Es wird die Rache sein. Du wirst diese Berge sehen, der Hexerei. Manchmal in der Nacht willst du aufwachen und Gott wird manche Sachen zeigen und plötzlich wirst du diese Berge sein. Es wird eine neue Identität sein. Das ist alles nur Vorbereitung zur Zeit. Alles. Vater, ich bete, dass sie Visionen bekommen. Visionen. Visionen über die Herrlichkeit Gottes. Über diesen Tempel wird sein. Und die Herrlichkeit Gottes über dieser Tempel wird sein und sie werden sich sehen, wie Tempel gefüllt mit der Gegenwart Gottes. Wo die Herrlichkeit Gottes auf ihnen wohnt. Die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes. Wow. Komm, atme es auf ein. Manchmal wirst du diese Sehnsucht haben, diese Tempel wieder ganz, ganz zu füllen mit Jesus, dass alles andere weggeht in dir drin. Und da wirst du spüren, wie diese Herrlichkeit Gottes über diesem Tempel wohnt. Und es wird eine Freude im Geist sein, die man sich nicht vorstellen kann. Nicht vorstellen kann. Nicht vorstellen kann. Du bist ein wunderbarer Gott. Lasst uns auf einen Moment noch ihn anbeten. Ja, ich traue. Thank you.
ich trau auf dich, Herr. Und ich sage, du bist mein Gott, du bist mein Gott. Du bist der Löwe und das Lamm in mir. Und sonst keine. Oh, du bist der Löwe und das Lamm. Du bist meine Heilung. Du bist meine Liebe, du bist meine Hoffnung, du bist mein Licht. Oh, du bist mein Heil, meine Stärke, du bist meine Festung, meine Burg. Oh, du bist mein Erlöser, mein Geliebter. Thank you.
Frankreich,
über Österreich, über Jerusalem, über Israel, oh, über die Nationen. Ja, wir fordern die Nationen zurück. Ziehen ein in die Nationen. Oh, Halleluja, Halleluja. Herrscht in Ewigkeit.
kommt all ihr Völker, bringt ihm mein Bitten, beugt euch vor dem ewigen Wort. Jeder Mund auf Erden bezeugt deine Herrlichkeit und jedes Knie beugt sich vor dir. Du bist so erhoben, o Heilung fließen.
jede Dunkelheit. Halleluja, soll erschallen über dir, Israel, ein Licht in der Dunkelheit. So, wo bist du? Lass dich senden. Steh auf und geh. O sei gestiefelt zur Bereitschaft, das Evangelium zu verkünden. Zieh an den Helm des Heils und die Waffen der Gerechtigkeit. Über dir. Halleluja. Hevenu shalom alechem. Hevenu shalom alechem. Israel. Löwe und das Lamm stehen auf in dir. Ein Halleluja erschallt über dich, Israel. Und das Licht Gottes leuchtet hell über dir, Ägypten. Fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Der Löwe und das Lamm kommen zu dir. Fürchtet euch nicht, ihr Nationen. Das Heil Gottes kommt zu euch. Denn der Herr ruft sein Volk. Wen kann ich senden? Wen kann ich senden? Wer ist bereit zu gehen? Oh, ich rufe eine Armee Gottes, eine Armee des Herrn. Der Herr ruft seine Armee, seine prophetischen Fürbitter. Der Herr ruft seine Fürbitter, seine prophetische Armee. Sie ist ausgerüstet, gestärkt. Der Herr ruft dich. Sei bereit. Sei geheilt.
dich. Ruf dich bei deinem Namen und sag, du bist wertvoll für mich. Du bist mein. Ich rufe dich, hörst du mich nicht? Du bist mein geliebtes Kind. Ich rufe dich, hörst du mich nicht? Oh, du bist wertvoll. Mein geliebtes Kind, ich rufe dich, sei meine Stimme, sei mein Sprachrohr, sei meine prophetische Stimme für die Nationen, ruf ich dich jetzt, oh, für die Städte und Länder. Jetzt, oh, ich ruf dich, ich sende dich, sei bereit, bewege es in dir und sage ja. Ja zu dir, du sagst ja zu mir. Ich rufe dich, heute hörst du mich, oh, dann lass mich nicht gehen. Lass mich nicht stehen. Komme vor mein Angesicht. Ich rufe mein Volk Tag und Nacht und warte, wenn nur einer kommt. So habe ich Gemeinschaft mit ihm. Gnade allein, gib mir Freiheit. Gnade allein, gib mir Mut. Nicht meine eigenen Werke, sondern Herr, nur dein Blut. Dazu hast du mich gerufen. Durch Gnade allein bin ich hier. Gnade allein gib mir Freiheit. Gnade allein gib mir Mut. Sondern Herr, nur dein Blut in deiner Gegenwart.
dazu hast du mich gerufen. Ja, du rufst mich, Herr. Ja, du rufst mich. Ja, du rufst mich. Gerade jetzt. Oh, du stehst vor mir. All deiner Güte und deiner Barmherzigkeit willst du mir begegnen. Und wenn ich schwach bin, bin ich stark in dir. Ich will ganz nah bei dir sein. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy breath. This is my daily bread, mein täglich Brot. This is my daily bread. Your very word spoken to me. Ich bin verloren ohne dich. Alles, was mich atmen lässt, das, was mich atmen lässt, ist deine Nähe. In mir. Du bist mein täglich Brot. Ich bin nichts ohne dich. Und ich bin verloren ohne dich.
This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. Es ist deine heilige Gegenwart, die in mir lebt. Es ist dein Heiliger Geist, der in mir atmet, Herr. Oh, es ist dein Blut, das mich reinigt von all meiner Schuld. Und ich lege ab alles, was nicht von dir ist, Herr. Nur das Löwe und das, der Löwe und das Lamm. Sollen leben in mir. Das bekenne ich vor dir, denn ich will dein Botschafter sein oder dein Sprachrohr sein. Deine heilige Gegenwart soll leben in mir. Zieh mich näher zu dir jeden Tag. Geh nicht an mir vorüber, Herr, begegne mir. Ich will da